Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego 2K Drive. Ja, das war der Name, genau. ja, wir sitzen hier auf der Motorhaube, weil so fährt man dieses Auto. Das habe ich so entschieden. Und ja, dann würde ich sagen, keine Ahnung, was machen wir? Flitzen wir mal zu diesem Rennen hier, oder? Gucken wir doch einfach mal. Wir schauen uns hier einfach mal in der Gegend um, was wir hier machen können. So, dann ist das Rennen. Einmal hier durch die Prärie. Bam, 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 bam. Zack, da sind wir schon. Jo, Zeit zum Abdancen. Yo. Jetzt kommt ein Rap nur für dich alleine. Oh Gott. Du hast den Schotter und ich die Steine. Los, ab zu Ankis Autoteile. Denn dort gibt's Flares und zwar Affengeile. Jo. Oh Gott, das war ja fürchterlich. Oh mein Gott. Na gut, ich würde sagen, wir starten das Rennen. Der Rap, nee, also. Tut mir leid. Ziemlich was los hier beim Staubteufelrennen. Ganz genau, Parker. Die Schweinezucht arbeitet vollen Gestank voraus. Es gibt verschiedene Tornado-Warnungen und obwohl auch noch ein Rennen angesagt ist, ist Chip Hausers Flugschule geöffnet. Vicky, ich konnte vor dem Rennen mit Chip Hauser sprechen. Ich konnte ihn zwar kaum verstehen, weil er den Mund voll hatte und ständig gekaut hat, aber eins ist klar, er ist siegeshungrig. So, wir geben alles. Alles, was geht. Power-Up ist bereit. Zack, Power-Up ist bereit. Nutzen wir direkt. Oh mein Gott. Der Verlierer zahlt die Chicken Wings. Was? Wir dürfen nicht verlieren, ich habe kein Geld. Ich bin doch arm. Ich bin doch erst neu hier. Oh Gott. Hier darf ich nicht driften. Zack. Hier einmal Gas geben. Einmal hier rüber. Power habe ich versemmelt. Dann habe ich das gekriegt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nein, tust du nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viele Runden gibt's denn hier? Vier? Noch eine Runde. Was ist das denn? Zack, zack. Wer war das? Das ist auch noch. Oh Gott. Irgendwie rauskriegen, was welches Power-Up bewirkt. So, wuhu, wir sind Erster. Nice. Habt ihr das gesehen? Ist mir voll den drauf gefahren. Ja, und trotzdem haben wir gewonnen und freuen uns. Juhu. Und wir haben wieder ein Fähnchen. Jawohl. Oh, ein schickes Auto. So ein ganz dickes. Aha. Ein Energieboost. Ja, da guckst du blöd, ha? Hättest den Mund mal lieber nicht so voll genommen. Nice.
Läuft doch bei uns, würde ich sagen, oder? Läuft doch. Kacheng. Jawohl. So ein Mist. Du hast gewonnen, also kriegst du meine Zielflagge, oder? So läuft das, glaube ich. Pass gut drauf auf, ja? Sie ist frisch gewaschen. Nein, ist sie nicht. Toll. Ih, wir haben stinkende Flagge. Pfui. Vielleicht sollte ich es mal mit diesem Bemühen versuchen, das mir immer alle empfehlen. Ja. Also, Bemühen ist nicht verkehrt. Du hast deinen ersten Rivalen besiegt. Nicht das gleiche wie mich zu besiegen, aber du hast eine Flagge. Ich füge diese Zielflagge deiner Sammlung hinzu. Ja, sie ist sehr hübsch und bringt dich einen Schritt näher an die Qualifikation für die sandsteinweiten Grand Prix Arena. Eins noch. Du musst erst noch etwas Erfahrung sammeln, um mit deinen nächsten beiden Rivalen mithalten zu können. Es ist an der Zeit, EP zu sammeln und dein Level zu erhöhen. Jo. Finde zwischendurch Events, Missionen und Herausforderungen, indem du die Welt erkundest. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Machen wir. Ich habe die nächsten beiden Rennen auf deiner Karte markiert. Nein. Du alter Halunke. Das zum Freischalten eines Rennens benötigte Level wird auf dem Rennsymbol angezeigt. Du siehst dein aktuelles Level in der EP-Anzeige oben rechts in der Weltkarte. Alles verstanden? Ja, ich bin ja nicht blöd. Im Gegensatz zu dir. So, dankeschön. Habe ich alles verstanden? Ja, doof bin ich ja nicht. Gut, was machen wir? Wir tuckern einfach mal hier in der Gegend rum, würde ich sagen, oder? Wir tuckern hier mal durch die Gegend und gucken einfach mal, was da kommt. Haben hier ein paar Heißluftballons oder irgendwas rumfliegen? Ja doch, sind Heißluftballons. Food, hier gibt's Essen. Moin. Es geht ab hier. Was, wir probieren das mal. Was bauen wir heute denn mal? Ja, gucken wir mal. Wenn ihr mich nicht wieder zu Tode quatscht, dann können wir auch mal gucken. Deine Favoritensteine findest du im Bereich Palette. Das erleichtert die Steinsuche erheblich. So. Welchen modifizieren wir denn mal? Ja, wir modifizieren den hier, würde ich sagen, oder? Löschen wir den mal. Kann man den löschen? Ist so kaputt. Okay. Aha. Haben wir jetzt die verschiedenen Fahrzeuge. City. Okay. Ich würde sagen, wir doktern an dem noch ein bisschen rum, oder? An dem würde ich mal rumexperimentieren, bearbeiten. Da oben haben wir es doch. So. Da gucken wir mal. Gut, was können wir hier machen? Schauen wir mal. Wie entferne ich Steine? Ups. Wie mache ich das rückgängig? Ich wollte doch nicht alle löschen. So. Den Stein löschen. Ah, so, guck mal. Den Stein löschen. Mit der Steuerung muss ich ein bisschen gucken. Ein bisschen tricky. Den löschen. Den löschen wir. Den löschen wir. So. Jetzt was. Da können wir jetzt was drauf bauen, ne? So, was haben wir denn da? Jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen durchgucken. Das könnte jetzt einen kleinen Moment dauern. Ich muss mir erstmal hier ein bisschen mit dem ganzen Zeug auseinandersetzen. Okay. Ich schau einfach mal.
Soll man ein Dach bauen? Soll man ein Dach bauen? So, kein Cabrio, sondern geschlossen? Das könnte man machen eigentlich, ja. Würde gehen. Dann bräuchte ich ja den hier, ne? So würde gehen. Würde ich jetzt mal beschließen. So. Also ich weiß nicht, was das hier wird. Es kann auch der totale Murks werden, was ich jetzt hier baue. Wir schauen einfach mal. Den würde ich nehmen. Wie drehe ich den? Ah, mit Steuerkreuz. Mit Steuerkreuz dreht man. Okay, alles klar. Dann würde ich das so. So und so. Okay. Eine Höhe mit dem Glas haben wir jetzt aber nicht, ne? Wir sind, glaube ich, eins drunter. Das heißt, da müssen wir noch Platten draufsetzen. Dann müssen wir nochmal schauen. Ich komme mit der Steuerung hier mal ein bisschen durcheinander. Bräuchten wir einen Dreier. Einen Dreierstein. So. Und so. Gut. Das passt soweit schon mal. Dann, was machen wir noch? Würde ich die? Da an der Seite. Also mit der Steuerung ist ein bisschen hakelig. Geht aber eigentlich. Also man muss nur ein bisschen gucken. So. Bin auch gleich fertig. Also tut mir leid für die Leute, die sich jetzt ein bisschen langweilen. Dann müsst ihr vielleicht einfach in dem Video vielleicht einfach mal skippen, wenn euch das jetzt hier gar nicht interessieren sollte. Aber ich will das jetzt hier gerade testen. Mal hier. Glas brauche ich. Auf eine Heckscheibe haben wir nichts passendes, ne? Ich bräuchte eine Zweierbreite. Haben wir nichts. Ist ja Murks. Wie macht man das? Wie mache ich denn das? Ja, keine Ahnung. Totale Überforderung. Was nehmen wir einfach den hier? Machen wir geschlossen hier. Geschlossene Sache. Machen wir den vor. Den machen wir hier rein, oder? So. Zack. Dann ein Dach. Jetzt bräuchte ich ein Dach. Wie mache ich denn das? Da hätten wir ein Dach. Wie drehe ich das so? Ja, passt ja perfekt. Nice. Cool. Jetzt vielleicht noch einen coolen Spoiler oder sowas hinten dran. So ein Heckspoiler. Haben wir hier einen vorgefertigten oder so? Haben wir irgendwas in die Richtung? Nee, da ist nix. Sonix. Hier hätten wir. Aber das ist ja mickrig. Das ist ja nix, oder? Der ist jetzt nicht so groß, ne?
Naja, er wird's tun. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Baufläche, da können wir eigentlich noch was drauf machen. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir es halbwegs richtig, wenigstens. Was ist das hier? Das sieht irgendwie... Nee, das sieht aus wie ein Ruder. Nee, das sieht doof aus, das machen wir nicht. Ah. Okay. Nö. Haben wir Flammen oder sowas? Ich hätte gern Flammen. Ah. Blinkende Sachen gibt es sogar. Lichter, aha. Okay. Cool, das macht Sachen hier. Da hätten wir so geile Flammen. Wenn wir dann beim Boosten, aha. Das sind Sachen, die dann nur beim Boosten passieren. Da würde ich doch direkt mal... So. Bin gleich fertig, Leute. Bin gleich fertig. Oder? Ah, weil die sind vielleicht einen Ticken zu hoch. Ja, doch, kann man machen, ne? Guck mal, dann machen wir noch so eine Energiezelle. Die baller ich mir da hinten drauf. So. Gut, ich bin soweit zufrieden. Haben wir ein Dach drauf, einen kleinen Hackspoiler. Haben wir das blinkende Zeug hinten, wenn wir boosten. Das sieht bestimmt ganz cool aus. einfärben würde ich es gern noch. Wie macht man denn das? So, erstmal speichern wir. Was gespeichert ist, ist sicher. Okay, alles klar. So, modifizieren. Farbe X. Okay. Leuchtend. Ah. Wie war denn das? Das war jetzt so. Und dann wählt er alles aus, ne? Das komplette Gerät hier. Wenn ich das richtig sehe. Wenn ich dann auf Farben gehe. Ja, aber da hat er selbst das Glas eingefärbt. Ja, das will ich ja nicht. Wie blöd sieht das denn aus? Ich will doch nur... Mann, Leute. So? Nee. Bin gerade am überlegen, sorry, dass ich jetzt gerade so ruhig bin. Wie war denn das mit der Farbe?
Ich kann doch auswählen, dass er dann nur das einfärbt, was die Farbe hat, oder? Ich kann alles auswählen. Ah, jetzt hat er das gemacht. Okay. So, also, alles klar. Habe ich verstanden? Gut. Weißt du was, wir nehmen einfach das Metallic und das Schwarz nehmen wir nochmal. Das nehmen wir noch. Und den Spoiler hinten. Den nehmen wir auch mit rein. So, und das färben wir in knallrot. Nee, machen wir auch einfach. Wir machen einfach komplett schwarz erstmal. So. Gut, jetzt haben wir einfach ein komplett schwarzes, überdachtes Auto. So. Gut. Speichern. Annehmen. Jo, alles klar. Ich bin soweit durch. Hat lang genug gedauert. Speichern. Ja. Ich speichere wieder alles, nehme alles an, etc. Keine Ahnung. So. Ja, jetzt haben wir uns das auch mal in Ruhe angeguckt. Muss ja auch mal sein. Ich werde das jetzt nicht in jeder Folge machen. Also ich werde jetzt nicht jede Folge ein Auto zusammenbasteln, weil das geht einfach viel zu lang. Viel zu viel rumgedrückse. So, jetzt will ich aber das neue... Da haben wir ihn schon. Guck mal. Und wenn wir boosten... Leuchtet's hinten. Geil. Ich find's cool. Weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich find's cool. Ja doch, das geht, oder? Das kann man machen. Gut, wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Was haben wir denn hier alles Schönes? Hier, El Chicken. Wir müssen erkunden. Und erkunden. Und fahren alles zu Schrott. Woo! Bams! Fetzen wir mir hier ordentlich durch und brettern alles über den Haufen. Dafür kriegen wir nämlich ordentlich Punkte. Wie es aussieht. Finde ich gut, weil Sachen kaputt machen kann ich. Das ist eine Sache, die kann ich sehr gut. Ich kann gut Sachen kaputt machen. Nur Häuser nicht. Häuser sind robust. Was bist du denn? Oh. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur gucken. Naja. Hui. Ja, noch so einer. Komische Autos fahren die. Komische Autos. Nein. Oh. Komm, einmal hier aufs Wasser. Zack. Ey, ich muss sagen, das macht halt echt Spaß, hier so rumzufetzen. Und vor allem, dass du hier einfach überall drüber brettern kannst. Halt echt praktisch. Du musst dir keinen Kopf machen, kannst einfach fahren. Wechselst einfach das Fahrzeug und geht automatisch weiter. So. Wie sieht's denn aus? Wir haben Level 3. Ein bisschen müssen wir noch. Müssen wir hier ein bisschen hinten um. Haben wir denn hier alles? Guck mal, da ist doch was. Da können wir doch was machen. Ja, was muss ich denn hier machen? Einfach fahren, ne? Was muss ich machen? Oh Gott. Ja, wie? Wie sammle ich die? Liefere zur Tankstelle, die ist da drüben, okay. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht so einfach. Nein. Zählt das? Anscheinend nicht. Bleib hier.
So, die erste hätten wir. Und die zweite Batterie. War hier nicht noch irgendwo eine? Ist da oben, ne? Ja, holen wir die schnell. Komm. Auf geht's. Das schaffen wir noch. Soll ich da hochkommen? Soll ich verarschen? Komm noch runter! Ja, wie denn? Ich hab keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Wie soll ich noch den Felsen hoch? Wie macht man das? Gut, es ist eh vorbei. Ja, schade. Wir haben es versucht. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich mit hier auf den Felsen hochkommen soll. Also ich wüsste nicht wie. Das ist halt schon ungünstig gelegen da. Naja. Gut, wir schauen uns mal um. Vielleicht können wir irgendwo was anderes machen. Was ist denn da drüben los? Guck mal, da schwirrt irgendwas überm Haus. Kommt hier aber auch noch nicht dran. Brauch ein Flugzeug oder irgendwas. Heli. Haben wir hier noch was? Kann vielleicht auch ein Rennen. Also Driften ist hier echt alles. Aber es geht eigentlich mit dem Driften. Wenn man einigermaßen den Dreh raus hat, kommt man eigentlich ganz gut klar damit. Hui. Hier kann ich noch nicht. Entschuldigung. Guck mal hier. Welcher Kumpel hier schon liegt. So, ich glaube, es ist hier eine Rennstrecke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, komm, ja. Augen zu durch. Hui. Kann ich das hier schon machen? Das könnte ich machen. Was muss ich denn hier machen? Weiche die Mine. Okay. Vielleicht kriege ich das hin. Verdammt! Verdammt! Oh Gott! Leck mich. Wow. Das war... atemberaubend. Also Bestzeit schaffe ich hier keine mehr. Dafür hat sie mich einmal komplett aus dem Spiel geschossen. Ah. Aua. Komm, der Schutzschild her. Nein. Nein. Aua. Wo sind wir? Wir sind führerlos, fahrerlos. Keine Ahnung. Ah, da sind wir wieder. Guten Tag. Komm, das versuchen wir nochmal. Vielleicht schaffen wir es. Muss doch irgendwie machbar sein. Wir haben einen guten Lauf bis jetzt. So. Oh je. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Aua. Egal. Oh mein Gott. Was war das? Wir sind komplett zerstört worden. Das geht auch. Krass. Geht denn dieses Rennen? Kuh, pass auf! Hier knallt's doch überall! Kannst du hier nicht einfach rumlaufen? Warum bist du so klein? Hä? Ja, dann. Vielleicht können wir das später mit anderen Fahrzeugen vielleicht ein bisschen besser. Oder ich kann vielleicht später einfach. Oh,
ein bisschen besser fahren. Da oben ist was. Das ist ein Pokal. Den will ich haben. Gib mir den Pokal. Das ist auch ein Pokal. Den will ich auch haben. Hey, 1 von 25. Ich weiß auch, wo der zweite ist, aber da komme ich nicht dran. Ah, guck mal, da ist auch einer. Sind das Sammelgegenstände, die es nur hier gibt, eventuell? Hat jede Map nochmal eigene Sammelgegenstände? Das könnte natürlich sein. Oh ja, bam! Durch eure Autos und die Tanke und keine Ahnung. Und bam, durch den Bus und ja, mit dem Motorboot durch den Pool. So macht man das, da wo ich herkomme. Hier haben wir ein Rennen. Aber ich würde sagen, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Weil die Zeit ist schon wieder rum. Genau. Und dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir das Rennen. Dann schaffen wir bestimmt auch Stufe 4. Und dann geht es auch mit der Story endlich weiter. So, ich hoffe, das war nicht ganz so langweilig. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen auf dem Auto rumgebastelt hier. Ein bisschen rumgetestet. Ja, ich finde, der Schlitten sieht eigentlich ganz cool aus. Kann man machen. Muss man nicht. Irgendwann bauen wir mal richtig coole Karren. Aber das machen wir dann vielleicht in irgendwelchen Extra-Folgen oder so. Ich weiß nicht, mal gucken. Würde ich vielleicht nicht immer die ganze Zeit machen, weil zieht sich ja doch. Ne? Oder vielleicht baue ich einfach mal so zwischendurch ein Auto und präsentiere es euch dann einfach. So, wir gucken mal, wie wir das machen. Keine Ahnung. Ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben, ob wir zusammen die Autos bauen sollen oder beziehungsweise ob ich das Auto halt baue und ihr guckt dann halt zu in dem Let's Play. Oder ob ich die Autos vielleicht einfach mal so zwischen den Folgen bauen soll und euch dann einfach präsentiere, wie die Autos aussehen. Das könnt ihr euch dann überlegen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, schauen wir mal weiter. Also, ich brabbel nicht mehr lange drum rum. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.